Nachdem auch noch die letzten aus dem anderen Panel über Smart Home entlassen worden sind, können wir, denke ich, anfangen. Und hoffe einfach, dass noch ein, zwei hier reinkommen werden zu unserem Abschlussdiskussion Handeln in der vernetzten Welt, Gespräch mit Theresa Bücker, Stefan Humer, Rena Tangens. Herzlichen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Wir möchten in dieser letzten Runde, nachdem wir heute in den verschiedenen Panels, in der Anfangs-Keynote über Arbeiten in der vernetzten Welt gesprochen haben, über Leben im Sinne von Smart Home, über Lehren und Lernen in der vernetzten Welt gesprochen haben. Und ich hoffe, dass auch noch zwei Gläser kommen. Dann ist dieser letzte Punkt auch so gemeint, dass wir jetzt nicht nur den Blick darauf haben, den soziologischen Blick darauf, was passiert, was passiert mit den Menschen, sondern auch konkreter fragen, ja, wie sieht nun das Handeln in der vernetzten Welt aus? Deswegen haben wir auch drei Personen eingeladen, die, glaube ich, beides machen können. Zum einen über Handeln in der vernetzten Welt reden können, über ihr eigenes Handeln in der vernetzten Welt reden können und zum anderen aber auch einen Analyseblick darauf haben, was passiert da eigentlich mit dem Stichwort Handeln. Nicht Leben, das hatten wir schon, Handeln. Was macht ihr, was machen Sie, welche Formen von Handeln bekommen Sie mit, haben Sie selber ausprobiert, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, was ist ja toll, was ist Quatsch gewesen. All das möchte ich gerne diskutieren mit Theresa Bücker, Autorin und Politikberaterin, unter anderem Gründerin des netzpolitischen Thinktanks D64, Bloggerin zu Kommunikation, Beziehungen und Netzfeminismus. Schön, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist. Rena Tangens, Autorin, vor allen Dingen aber Datenschutzaktivistin, Künstlerin, Internetpionierin mit dem Schwerpunkt auf medialer Kunst, Mitbegründerin des Föbut, jetzt Digital Courage und noch sozusagen im Zentrum, denke ich, die Initiative, den Big Brother Award Deutschland zu verleihen. Ich glaube, das ist das wesentliche Projekt, auch was die Digital Courage angeht. Und zum Schluss dann noch Stefan Humer, Gründer und Forschungsleiter des ersten Arbeitsbereiches Internetsoziologie in Deutschland an der UdK hier in Berlin, Digitalisierungserklärer. Ich hoffe auch selber digital unterwegs und nicht nur im Sinne von erklären. Deswegen die erste Frage gleich an die Runde, vielleicht am besten mit Stefan Humer anzufangen. Was heißt netzbasiertes Handeln wirklich in der täglichen Umgang, als auch was kann der Internetsoziologe dazu sagen? Ich glaube, eine ganz wichtige Unterscheidung, die mir im Laufe der Jahre immer wieder begegnet ist, die ist so nicht haltbar, nämlich dass immer noch gerne der Unterschied gemacht wurde zwischen On- und Offline. Also eine meiner wichtigen Grundannahmen ist, dass man sagt, erstmal handeln immer Menschen, also auch eine Maschine programmiert sich ja nicht selbst oder entwickelt sich selbst, da steckt immer ein Mensch dahinter. Das ist ein Medium, über das wir eventuell agieren, aber die Handlung dahinter ist immer eine menschliche. Das heißt, man sollte höchstens unterscheiden, wie viel Prozent meines täglichen Handels haben mit digitalen Geräten zu tun und was bedeutet das dann? Aber ganz wichtig ist eben zu sagen, es gibt dieses und das andere und das kann ich irgendwie trennen. Also das ist definitiv nicht haltbar. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil an diesen falschen Vorannahmen scheitern auch häufig Studien oder Ergebnisse, weil man eben mit falschen Voraussetzungen da reingeht und dieses auch real und virtuell und so, das sind also Unterscheidungen, die ich nicht machen würde. Und lässt sich denn das Handeln auch bewerten, wie viel Handeln ist dabei, also sich von Rechner zu setzen, anzuschalten und keine Ahnung was zu googeln, das ist noch nicht Handeln. Also Handeln ist dann doch wohl eher sich zu vernetzen und zur nächsten Demo vielleicht aufzurufen. Lässt sich da etwas dazu sagen, was dann wirklich Handeln ausmacht oder ist das doch eher was Konsumieren angeht? Man könnte sich jetzt medienhistorisch sehr leicht aus der Sache rausziehen und sagen, es ist ja noch ganz viel Exploration, also wir wissen ja noch gar nicht, wohin die Reise so definitiv geht, Dinge passieren, andere verschwinden wieder, das heißt, alles ist irgendwie Handeln, weil wir es ja erstmal kennenlernen, aber das wäre natürlich ein bisschen einfach.
das Einschalten des Rechners oder das Hochfahren von Windows, ob da schon wirklich ein Handeln ist, ist wahrscheinlich qualitativ nicht so sehr, genau, es ist eher trivial, andere Dinge dann schon, aber das ist auch eine Frage, die man vor allem ja auch individuell beantworten muss, weil was auch ganz häufig noch fehlt, ist meines Erachtens wirklich in der Durchschnittsbevölkerung ein adäquates Level an Wissen. Für viele ist es schon toll, wenn sie wissen, wie sie die Maus richtig bedienen, auch heute noch, also auch noch andere Geschichten dazu erlebt in den ganzen Jahren, wo man denkt, eigentlich müsste man schon viel weiter sein, aber man redet ja eh meistens immer zu den schon Bekehrten. Die echten Probleme da draußen sind ja die, für die das tatsächlich eine Herausforderung ist, den Rechner richtig zu bedienen oder das Smartphone. Und deswegen ist das auch ein Handel, zumindest am Anfang. Nachher sollte man natürlich ein bisschen mehr können. Ich habe dich, Rena Tangens, am Montag bei der Demo zur Asyl für Edward Snowden gesehen, vorm Reichstag. Du hast ein Schild hochgehalten. Ist das jetzt nun offline handeln oder wie ist bei dir dieses Handeln in einer vernetzten Welt im Gegensatz zu ein paar Jahren früher? Das ist natürlich eine Kombination, denn selbstverständlich haben wir über Netz dazu aufgerufen, dorthin zu kommen. Und wir sind tatsächlich auch diejenigen, die den ersten Internetanschluss in meiner Stadt, also in Bielefeld, eingerichtet haben und haben die Vernetzung dort vorangetrieben und wir haben sie halt auch versucht zu gestalten. Inwieweit man das schaffen kann, nur durch politisches Handeln, ist die Frage. Also wir haben, als wir angefangen haben, haben wir selber einen Netzknoten eingerichtet und wir haben eine Software dafür gekauft und wir haben dann, uns gefielen dann einige Sachen daran nicht. Zum Beispiel, dass die Techniker, also die den Netzknoten betreiben, die E-Mails mitlesen konnten. Und das war das Erste, was wir den Programmierern gesagt haben, das muss geändert werden, da muss eine Verschlüsselung her für die privaten Postfächer, das darf einfach nicht so mal eben mitzulesen sein. Und daraufhin sind wir bei dem Team, die Programmierer waren sehr offen und wir sind damit eingestiegen und wir haben sehr viele Features eingebaut, die das Netz als sozialen Raum geachtet haben, also nicht nur die Privatsphäre von einzelnen Menschen, sondern auch Kommunikationsregeln durch die Technik unterstützt haben. Zum Beispiel, wenn ich auf eine öffentliche Mail, das hieß damals Bretter, also analog zu schwarzem Brett, was man jetzt vielleicht in Mailinglisten macht, wenn man da auf eine Mail geantwortet hat, auf eine Nachricht und hat dann einfach, das war scheiße, Return, schick Nachricht los, dann ist diese Nachricht nur an den Absender oder Absenderin der ersten Mail gegangen und nicht an das gesamte Netz, also nicht an alle Empfängerinnen und Empfänger. Dafür musste man noch einmal mit dem Cursor runter und dann Return drücken. Das erfordert einmal mehr reflektieren, will ich das wirklich? Und es war eine ziemlich einfache Sache, das einzurichten, aber es war viel Nachdenken darüber, wie funktioniert das Netz, wollen wir miteinander umgehen und wie wollen wir es gestalten? Und als wir anno 85 das erste Mal überhaupt im Rechner der Washington Post waren, dank des Chaos Computer Club, der bei uns in der Galerie ausgestellt hat, da haben wir eben nicht nur gedacht, boah, neue Welt, wollen wir erkunden, sondern wir haben gedacht, wow, tolle neue Welt, die wollen wir mitgestalten. Und genau da sind wir dran. Und seitdem es dank der großen Player nicht mehr möglich ist, also wenn es Gratisangebote gibt von amerikanischen Firmen, die versuchen alle auf ihre zentralen Server zu loggen, dann hat man keine Chance mehr mit einer anderen Software, die etwas Ähnliches, aber eben zum Beispiel datenschutzfreundlich anbietet. Dann muss man auf eine andere Ebene gehen und das war für uns die Entscheidung, die Big Brother Awards aus der Taufe zu heben, um halt in der Öffentlichkeit Bewusstsein zu schaffen. Also war das Politische schon sehr früh bei euch mit dabei oder gleich von Anfang an mit dabei, nicht bloß das Erkunden oder das zur Verfügung stellen, sondern zu sagen, wie mache ich das eigentlich, beziehungsweise bedeutet das auch politisch diese Geschichten? Auf jeden Fall, denn bei der Gestaltung ging es uns darum, die Strukturen, die Technik fördert, nämlich hierarchische Strukturen, das heißt die Leute, die im Besitz der Netzknoten sind, die haben bekommen wahnsinnig viel Macht über die Menschen, die es nutzen. Und diese Macht wollten wir nicht. Und deswegen haben wir sie bewusst beschränkt und haben die Software von dem Netzknoten so beschränkt, dass die Techniker nicht mehr so viel Macht über die Nutzer hatten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist bei denen, die Software gekauft haben, nämlich den Netzknotenbetreiber, nicht so gut angekommen. Als wir das Update ausgeliefert hatten, Version 4, weiß ich noch, dass mindestens 15 Betreiber sich beschwert haben, dass sie jetzt die Post der Nutzer nicht mehr mitlesen können. Wir haben ihnen dann erklärt, dass sie das gar nicht dürfen, aber nur dadurch, dass wir den technischen Standard so gesetzt haben,
ist es überhaupt zu einer Diskussion geworden? Denn vorher haben die Leute gesagt, ist doch mein Computer, da kann ich doch machen, was ich will. Und wer den benutzt, freiwillig, ich stelle das gratis zur Verfügung, da kann ich alles machen, denn ich habe die Macht. Und das waren die Fakten. Und man muss sich anstrengen, um diese Fakten zu ändern und die Hierarchien an dieser Stelle zumindest abzuflachen. Was ist netzbasiertes Handeln, Theresa Bücker, was ist das für dich? Also ich würde an das anknüpfen, was Herr Humer schon gesagt hat und erstmal diese Trennung oder diese Teilung in analog und digital wirklich aufgeben, weil ich habe nur ein Leben. Ich bin nicht virtuell aktiv und analog aktiv und ich glaube, das gilt gerade für Menschen, die jetzt noch jünger sind als ich. Ich bin Jahrgang 84, das heißt, ich weiß eigentlich gar nicht, was die 13-Jährigen heute machen, wenn ich mich nicht gerade mit ihnen unterhalte, noch sehr viel mehr und es gibt diesen aktiven Akt des ins Internet gehens ja auch nicht mehr, weil ich das immer hier in der Hosentasche bei mir habe und quasi immer online und offline ganz eng zusammenbringe, wenn ich handle. Und wenn ich auf die Beteiligungsprojekte gucke, die ich in den letzten Jahren auch begleitet habe, war die Erfahrung da immer, dass die Beteiligung am besten ausfällt, wenn man beide Elemente verknüpft. Das heißt, Online-Bewegungen können unheimlich an Schwung gewinnen, wenn man die Leute auch in echt zusammenbringt. Aber die Türen, die ich online öffne, brauchen auch wieder Anknüpfung in der richtigen Welt. Zum Beispiel bei Parteien ist es einfach so, dass die Mehrzahl der Leute, die heute eintreten, über online kommen. Das heißt, sie füllen das Formular auf der Seite einer Partei oder einer anderen politischen Organisation auf, stehen dann aber vor einer verschlossenen Tür, weil gerade die großen Volksparteien noch keine Online-Beteiligung anbieten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in die SPD eintrete, dann habe ich das gemacht und komme einfach nicht weiter, weil es keine digitalen Arbeitskreise gibt, weil es keine Beteiligungsplattformen gibt. Deswegen habe ich da in Parteien erstmal wenig netzbasiertes Handeln. Ansonsten finde ich es erstmal noch wichtig, nochmal in den Bereich der Jugendlichen zu gucken, was machen die eigentlich? Weil man hört so oft diesen Vorwurf, heute geht ja niemand mehr auf die Straße. Die politische Beteiligung ist nicht mehr da oder die Jugendlichen sind so passiv geworden, was auch überhaupt nicht stimmt. Also ich würde gerade sagen, all diese neu entstehenden Kulturtechniken wie Bloggen oder all der andere User-Generated Content sollte uns gerade auf Jugendliche blicken lassen, als stark kulturell Beteiligte, die sich losgelöst haben, vielleicht nur passiv Fernsehen zu konsumieren, sondern die da wirklich gestalten und in Gegenöffentlichkeiten aktiv sind. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, was bedeutet eigentlich politische Öffentlichkeit? Muss diese politische Öffentlichkeit einer Medienlogik folgen? Das heißt, muss ich mit dem, was ich mache, auf Resonanz in großen Medien stoßen? Oder reicht es vielleicht erstmal, wenn ich in meinen eigenen Communities aktiv bin und mich da austausche, politisch, gesellschaftlich? Und wie kommen diese Communities zusammen mit der Politik heutzutage? Also ich erinnere mich an die Demonstrationen gegen das ACTA-Abkommen, dass dann selbst gestandene Nerds gesagt haben, wir wissen auch nicht, wie diese YouTuber eigentlich zu dieser Demo gekommen sind, sozusagen. Wir kennen die auch nicht, sozusagen. Aber da habe ich das mal gemerkt, dass dann wieder eine neue Welt in das Politische rübergekommen ist. Aber das schien mir bloß eine Einzelaktion zu sein. Also eine E-Petition kann es ja dann doch wohl nicht sein. Ja, also E-Petitionen halte ich selber für völlig blödsinnig als Beteiligungsform. Also ich unterschreibe die auch selber nicht, weil es passiert damit ja in den seltensten Fällen nichts. Und dieses Klicken oder Online-Unterschreiben, finde ich, hat keinen Moment, wo Empowerment technologisch gestützt wird. Das ist auch nichts Nachhaltiges, wo ich jemanden vielleicht in einen politischen Prozess oder in einen Diskussionsprozess einbinden kann. Also ja, gerade politische Organisationen, wenn wir auf Online-Bewegungen schauen, müssen lernen, wie funktionieren eigentlich Online-Bewegungen, welche Leute sind da aktiv. Natürlich fehlt es in Bewegungen, die sich vornehmlich online organisieren, auch ganz oft darüber, wie Parteistrukturen eigentlich funktionieren und wie politische Willensbildung da funktioniert und dass es ganz oft um Kompromisse geht und nicht um Positionen knallhart durchzudrücken. Aber mich wundert bei Parteien immer wieder, wie wenig Offenheit oder wie wenig Neugierde gegenüber diesen Online-Bewegungen eigentlich besteht. Als ich jetzt nochmal über den Wahlkampf nachgedacht habe und auf das Jahr 2013 zurückblicke, was unheimlich bewegt war, was
Geschlechterthemen anbelangt, was zum Beispiel mit Aufschrei im Januar des Jahres begann und sich dann immer weiter sponnen und es für diese Zielgruppen, die wirklich massiv online aktiv sind, also junge Feministinnen und alle Communities, die da dranhängen, gab es überhaupt keine Angebote im Wahlkampf, wo ich mich natürlich schon frage, welche Analysen sind da eigentlich gelaufen und warum sind diese Zielgruppen als so wenig wichtig erachtet worden? Vielleicht auch die Frage an die anderen beiden hier oben auf dem Podium. Wenn ich mich ein bisschen suchend hier ins Plenum so umgucke, liegt das einfach daran, dass ich gucke, ob es schon Fragen von, oder Statements von Ihrer Seite aus gibt, die ich natürlich dann auch gern dran nehmen möchte. Aber nochmal zurück genau zu dieser Frage, Parteien, Institutionen, die Möglichkeiten des heutigen Handelns, ich will jetzt nicht sagen webbasiert, aber de facto des Handelns, des in einer vernetzten Welt nicht wirklich aufgreifen können. Oder habt ihr andere Beispiele, wo Parteien, Organisationen, politische Organisationen in der Lage sind, wirklich diese Kraft auch dieser Bewegungen aufzunehmen? Oder sind sie de facto aus keine Ahnung, Gründen, demokratischen Gründen überhaupt nicht in der Lage, dies jeweils machen zu können? Zu den E-Petitionen, also ich habe da auch ein gespaltenes Verhältnis zu, was man damit eigentlich bewirken kann. Man kann schaffen, im Bundestag im Petitionsausschuss angehört zu werden. Wie viele Folgen das hat, ist halt fraglich. Man kann es natürlich auch so sehen, dass damit die gerade Herrschenden daran ablesen können, wie groß das Empörungspotenzial eines Themas ist. Also sozusagen eine bequeme Art der Umfrage, um herauszufinden, wo wird es brenzlig und wo nicht. Wir haben aber in der Kombination, also ich sehe auch man kann schon sagen, Firmen wie Change.org oder Avaaz sehe ich sehr kritisch, weil es dort im Wesentlichen darum geht, Adressen zu generieren und Klicks zu kriegen. Und man sich nicht darum kümmert, ob das Thema, für das man da eine Petition gemacht hat, ob da wirklich was weiter mit passiert. Also für mich gehört bei so einem Thema dazu, hartnäckig zu bleiben und an dem Thema dran zu bleiben. Und das ist eben mit einer Petition nicht zu Ende, sondern dann muss man zu anderen Maßnahmen übergehen. Und wenn das nicht passiert, dann enttäuscht es Menschen auch langfristig. Wir haben aber andere Beispiele. Wir haben die Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das war die erste Massenverfassungsbeschwerde. Da haben 35.000 Leute mit unterschrieben, aber auch offline auf der Straße und aber auch online. Und bei Edena haben wir innerhalb von 14 Tagen über 22.000 Menschen gehabt, die nicht nur einen Klick im Internet gemacht haben, sondern die mussten nochmal mit E-Mail bestätigen, ja, ich habe wirklich unterschrieben. Sie mussten einen PDF downloaden, das ausdrucken, unterschreiben, in einen Briefumschlag packen, richtig frankieren und zu uns schicken. Wir wiederum mussten diese Kisten von Post auspacken, lochen, abheften und einscannen, um zu checken, wer von den Leuten, die online unterschrieben haben, sind jetzt tatsächlich dabei und sind Beschwerdeführer. Das waren wirklich Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht. Das hat Leuten auch gezeigt, ich habe da eine Bedeutung, das ist wichtig. Und das sind Leute, die wirklich auch engagiert sind. Die haben zum Teil aus Shanghai, weil sie gerade auf Dienstreise waren, von dort aus ihr PDF, ihr ausgedrucktes, losgeschickt. Das ist eine andere Art. Und das sind Leute, die auch langfristig bereit sind, sich zu engagieren, denen wir auch wieder Feedback geben darüber, was in diesen Themen weiter passiert. Also Leute, die für Edena sich eingesetzt haben, die interessieren sich natürlich auch ansonsten für Arbeitnehmerrechte. Und das war ein Thema, was eigentlich politisch schon durch war. Edena war schon da, das war schon installiert. Aber die Empörung war so groß, dass dann tatsächlich wir die Verfassungsbeschwerde nicht mehr führen mussten, sondern Edena ist dann doch abgesägt worden. Aber wir müssen jetzt dranbleiben, denn es ist absehbar, dass es auf Umwegen wieder eingeführt wird. Und das ist bei ACTA auch der Fall. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da ein wachsames Auge drauf haben, um zu sehen, das könnte durch die Hintertür wiederkommen. Und das heißt dann vielleicht nicht mehr ACTA. Aber wer kümmert sich dann darum? Sondern Freihandelsabkommen oder was meinst du jetzt damit? Okay, bitteschön, Stefan. Ja, kann ich mich nur direkt anschließen, also absolut auch mein Eindruck. Ich wünsche mir natürlich immer, und deswegen bin ich auch gerade beim Thema E-Petitionen immer eher kritisch gestimmt. Das ist im weiten Teil meines Erachtens Symbolpolitik, die kann auch gut sein. Man muss ja auch was tun, um eben einen Einstieg zu finden oder um auch ein positives Erlebnis zu haben in der Hinsicht. Das ist ja jetzt nicht völlig sinnlos, so, aber in weiten Teilen bewirkt das natürlich praktisch eher wenig bis gar nichts.
Aber es kann eben durchaus individuellen Sinn haben. Und ich würde mir persönlich eher wünschen, das ist aber so generell nicht nur auf Parteien oder Institutionen bezogen, es gilt auch für Firmen, es gilt eigentlich für alle größeren Gruppen quasi, gerade in Deutschland ganz speziell, wenn Digitalisierung mal als Thema ein bisschen effizienter behandelt werden würde, also auch bei diesen Handlungen. Mir ist da immer, was man so aufhört, so ein bisschen viel Hype drin. Also dann irgendwie kam Facebook und alle, die dann bis dahin verschlafen haben, da irgendwie irgendwas zu machen im Digitalen, haben dann eine Facebook-Seite gemacht. So. Und dann haben sie aber auch nur noch die gemacht. Also dann haben sie eben alles andere wieder außer Acht gelassen. Und wenn das dann heißt, E-Petitionen sind total cool, müssen wir jetzt machen, dann machen wir nur noch das. Und dann lassen wir die anderen Sachen auch wieder weg. Aber das Ganzheitliche, das ist eigentlich das Geheimnis. Weil ich muss doch nicht jeden Trend mitmachen, sondern ich muss doch sagen, das, was zum Problem passt als Lösung, das wäre doch vielleicht sinnvoll. Und da bietet das Digitalisieren oder das Digitale, die digitale Welt eine Erweiterung. Es muss auch nicht alles abgelöst werden. Ein Brief ist nicht schlecht, nur weil ich auch ein PDF nehmen kann oder umgekehrt. Also ich muss das sinnvoll ergänzen. Und wenn da so ein bisschen mehr so diese Hype-Luft rausgenommen wird und das ein bisschen mehr pragmatisiert wird, das finde ich sehr, sehr gut. Denn dann erledigen sich auch ganz viele Probleme von selbst, weil ja dann immer gesagt wird, jetzt müssen wir bei Facebook sein, dann machen wir da alles oder irgendwo anders. Das muss vielleicht ein bisschen pragmatischer sein. Man kann Trends gerne mitmachen, aber nicht so in diesem Absoluten, ist alles immer böse oder alles immer toll. Also das wäre so diesbezüglich auf jeden Fall mein Wunsch. Da ich jetzt noch keine Wortmeldung bis auf eine sehe, die nachher drankommt. Vorher noch eine Frage oben auf dem Podium. Wir haben jetzt in der ersten Runde erstmal einen Blick gemacht oder gegeben auf euer eigenes Handeln und wie ihr das macht. Jetzt möchte ich gerne nochmal ihr als Leute, die auch Analyse betreiben, einfach oder reflektieren, politisch reflektieren, nochmal fragen, seht ihr eigentlich eine Veränderung des Menschenbildes und der sozialen Beziehungen durch diese vernetzte Welt, durch das, dass offline, online zusammen sind? Oder vorhin war die Rede von 2000 Jahren Kulturgeschichte. Also ist das so ein Punkt, der eher nur ein Hype ist jetzt, der gar nicht das Ausschlaggebende ist, sondern wir machen einfach politisch weiter mit anderen Feldern, mit anderen Werkzeugen? Oder seht ihr irgendetwas wirklich Neues, was dann da ist? Ja, definitiv. Also das Neue muss definitiv betont werden. Also ich nutze auch jedes Podium, jede Gelegenheit immer. Digitalisierung ist eine Revolution. Es ist keine Technikweiterentwicklung. Es ist nicht wie beim Fernsehgucken, weil das ja in meinem Alltagsanalysen immer wieder vorkommt, dass man so denkt, Fernsehzuschauer bin ich nur, wenn ich den Fernseher einschalte. Wenn ich ihn ausschalte, betrifft es mich nicht mehr. Das ist bei Digitalisierung anders. Sie hat auch aus Methodensicht eigene Gesetze, Eigengesetzlichkeiten, eigene Methoden. Das heißt, es ist was Neues und da müssen wir uns damit auch entsprechend auseinandersetzen. Und nur zu sagen, naja, es gibt so eine übergeordnete Kultur und Digitalisierung ist dann so eine Etappe in der Menschheitsgeschichte. Das glaube ich eben nicht, weil dann wäre Elektrisierung auch nur eine Etappe und Industrialisierung auch nur so eine Etappe. Und das sind aber Revolutionen gewesen. Und da sollte man auf jeden Fall immer dran denken. Ja, welches neue Handeln gibt es? Also ich, Demonstration, also wie gesagt, wir standen am Montag da vor dem Bundestag, haben Briefe bzw. Briefe überreicht, die vielleicht als PDF gekommen sind oder die als E-Mail gekommen sind oder jemand was angeklickt hat. Das ist doch noch kein neues Handeln. Gibt es ein neues politisches Handeln, neues gemeinsames Handeln durch die neuen Werkzeuge, durch die Revolution? Also wenn man es jetzt runterbricht, wirklich so auf die gröbste, niedrigste Ebene, gibt es halt so bestimmte Merkmale, die vorher nicht da waren. Das ist einerseits das Tempo, das ist die Dynamik, das ist auch das schnelle Entstehen von Verbindungen und auch das Loslösen, was im Sozialen, im Nicht-Digitalen so nicht stattfindet in aller Regel. Da gibt es etablierte Strukturen oder man lernt jemanden eben kennen und dann hat das eine gewisse Ebene, ist ein Geschäftspartner oder findet man privat nett oder, dann sortiert man das so ein bisschen. Das ist durch Digitalisierung eben doch maßgeblich anders geworden und das muss eben berücksichtigt werden. Wir haben eben, wenn jemand sich äußert online, betrifft das nicht nur 5 Leute, sind unter Umständen 2 Milliarden so. Also das ist man nur immer ganz viel theoretisch, weil nicht jeder gleich mit seiner Website irgendwie eine Milliarden Zuschauer oder Zuhörer oder Leser oder was auch immer bekommt für seinen Podcast oder sein Video. Aber es ist eben schon eine andere Qualität. Und diese groben Attribute, eben die Dynamik, die Geschwindigkeit, dass es andere Barrieren gibt als früher. Zum Beispiel die Sprache ist eine wichtigere Barriere. Also ich kann mich noch so toll auf Deutsch mit Leuten vernetzen. Wenn in Frankreich das keiner lesen kann, dann komme ich bis dahin nicht. Auch wenn das Kabel quasi die Möglichkeit bietet, Daten bis dahin zu übertragen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das sind eben Dinge, die es vorher so in dieser Kombination nicht gab. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr Veränderungen im Menschenbild, im Bild von Beziehungen in Beziehungen? Oder sind die in 2000 Jahren
so geblieben und es geht immer so weiter. Bitte schön, Rena. Das Stichwort Revolution, da komme ich auf den Satz, den ich eben beim Panel gehört habe, nämlich nicht die Revolution frisst ihre Kinder, sondern einige Kinder sind sehr fett geworden und die fressen die Revolution. Und also als wir die Vernetzung vorangetrieben haben, da haben wir uns eben viel Autonomie, viel Souveränität vorgestellt, viel unabhängige Vernetzung. Und wir können jetzt aber beobachten, dass einige Big Player das für sich einkassieren, immer noch behaupten, das sei so. Wir wollen frei miteinander kommunizieren, wir wollen Sachen teilen und was alles an netten Formulierungen dafür verwendet wird. Aber, oder wir sind alle so offen und das Private ist jetzt öffentlich und jede Menge von solchen Sätzen, wo aber auf der anderen Seite keine Offenheit da ist, offenzulegen, was denn mit gesammelten Daten passiert, in welcher Art die Daten genutzt werden, an wen sie weitergegeben werden und so fort. Und wo wir entsprechende Machtstrukturen beobachten können. Und mit der Digitalisierung einher geht ja auch eine Veränderung in der Arbeitswelt, also etwas, was wir eigentlich lieben, nämlich wir haben mehr Flexibilität, wir haben mehr Selbstbestimmung für die für unsere Arbeitszeiten. Wir haben flachere Hierarchien in vielen Firmen. Wir können mehr selbst bestimmen. Wir sind für die Ziele verantwortlich und nicht vielleicht für die Stunden, die wir da abgerissen haben. Und das sind alles wünschenswerte Dinge. Aber es macht auch etwas mit uns, nämlich es taktet uns in einen anderen Rhythmus rein und es setzt uns auf einer anderen Ebene wesentlich mehr unter Druck. Ich war Montag auch hier bei einer Veranstaltung bei der Böll-Stiftung, nämlich zum Thema Burnout. Und das ist mittlerweile einfach ein ziemlich, ziemlich großes Problem, weil nämlich diese Flexibilisierung, das Verantwortung übernehmen und so weiter, nämlich einhergeht mit einem ziemlich heftigen Wettbewerb. Und in den Bedingungen eines Kapitalismus sind das einfach Bedingungen, die Menschen außerordentlich schädigen können tatsächlich. Und das kann man eine Zeit lang mitmachen und kann noch schneller rennen und noch schneller und noch toller sein und tatsächlich schaffen, alle seine E-Mails abzuarbeiten und immer auf der Höhe zu sein bei Twitter und einen Facebook-Account zu pflegen und eine Webseite und tatsächlich auch daneben auch noch vielleicht Beziehungen zu seiner Familie und zu seinen Freunden zu haben. Aber irgendwo hat es eine Grenze und da geht es nicht weiter. Und das ist etwas, was sehr bedrohlich werden kann. Insofern, ja, es verändert uns. Und ich glaube, wir müssen über diesen Punkt nachdenken. Wir wollen natürlich nicht zurück zu entfremdeter Arbeit. Wir wollen nicht an einem Fließband stehen und wollen von 9-to-5 arbeiten, sondern wir müssen überlegen, wie wir diese Bedingungen jetzt zu menschlichen machen und welche Regeln wir dafür einziehen müssen. Und daran müssen wir arbeiten. Ist die digitale Revolution schon aufgegessen oder können wir sie noch stoppen? Die Beobachtung habe ich auch gemacht. Es gibt dieses Phänomen des Activist Burnout, den das Internet auch ganz entscheidend mit fördert. Also ich sehe das in meinem Bekanntenkreis eigentlich an jeder Ecke. Und ich glaube, das ist bei Online-Bewegungen gerade auch so stark, weil die Infrastruktur dahinter fehlt, weil es ja oft einfach lose Communities sind, die sich gefunden haben und die eben nicht zum Beispiel über Stiftungen organisiert sind, die überhaupt kein Geld haben, sondern wo es wirklich nur persönlicher Einsatz ist, neben der Uni, neben der Arbeit, neben der Familie und man das dann mal in ganz intensiven Kampagnenphasen auch macht und dann auch einfach nicht mehr kann. Deswegen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für Online-Bewegungen, wie schaffen die Infrastruktur, damit sie nachhaltig arbeiten können. Ansonsten finde ich es immer noch wichtig zu sehen, also man guckt oft mit so einem sehr enthusiastischen Blick aufs Netz und denkt, jeder kann jetzt hier frei sprechen, weil jeder eigentlich einen Blog schreiben kann und sich irgendwie beteiligen kann. Da finde ich es zum einen nochmal wichtig, auf digitale Spaltung zu gucken und zu schauen, wer ist eigentlich im Netz und wie und wo verlaufen da die Grenzlinien, also wo Alter ist in Deutschland immer noch eine Frage, aber vor allem ganz stark Bildung und auch Einkommen. Und wenn man von so einer sogenannten Netzelite spricht, ist das eine sehr, sehr homogene Gruppe, die dann zwar jetzt neue Akteure hervorbringt, die öffentliche Meinung mitbestimmen können oder auf jeden Fall eine Stimme haben, aber die nicht unbedingt vielfältiger geworden ist. Und da sollte man auch nochmal drauf gucken. Also wenn wir jetzt neue Akteurinnen und Akteure haben, wo kommen die eigentlich her und warum bleiben marginalisierte Gruppen eigentlich weiterhin außen vor?
müssen wir uns Gedanken darüber machen, was wir mit denjenigen machen, die nicht drin sind. Also ob nun sozialer Gap, Gender Gap oder Generationenfrage, oder ist das, löst sich das irgendwann auf, wenn Breitband verlegt ist bis sonst wohin? Nee, das löst sich nicht auf. Und da muss ich auch ganz klar sagen, weil das auch so ein Punkt ist, der extrem unterbelichtet ist. Völlig richtig. Es gibt Leute, die gehören in dem Sinne zu dem, was so in die Netzgemeinde genannt wird. Das ist für mich immer so ein furchtbarer Begriff, weil das wirklich eine so auch extrem kleine Gruppe ist. Und wenn man aber mit anderen Technikerinnen und Technikern redet, zum Beispiel arbeite ich ja viel mit Fraunhofer-Kollegen zusammen, die auch digitale Lösungen entwickeln, zum Beispiel für ältere Menschen, damit die einen Hausnotruf haben oder was weiß ich, was für Lösungen. Das ist alles digital. Weil wenn ich eine Überwachung eines Innenraums habe, um festzustellen, ob die 89-jährige Frau umgefallen ist, weil sie aber nicht mehr zum Telefon kommt, um den Notruf zu wählen, und ich überwache diesen Innenraum, ist das nichts anderes als Überwachung. Das hat zwar ein sehr hehres und ehrenwertes Ziel, aber das ist Digitalisierung. Diese Frau ist genauso von Digitalisierung betroffen wie jeder mit seinem Apple-Notebook im St. Oberholz oder wo auch immer, was sich für Netzgemeinde hält oder für besonders cool. Das ist aber auch Digitalisierung. Das ist nichts anderes und das ist alles eine Ebene. Und ich kann dann genauso sagen, die 89-jährige Frau mit diesem Hausnotruf, der Ingenieur, der das entwickelt, ich, der es analysiert, alle, die es nutzen, das ist die Ebene, die für mich interessant ist. Und die ist garantiert nicht in der Netzgemeinde adäquat abgebildet. Müssen die alle in die Netzgemeinde kommen oder was machen wir? Holz, genau. Naja, ist auch für jemanden wie mich, der in der politischen Stiftung arbeitet, schon eine Frage, ob wir dann einfach weitermachen können oder was machen wir mit den Prozenten, die weiterhin draußen sind. Also es wird ja, glaube ich, nicht weniger, sondern wahrscheinlich verhärten sich einfach auch die ganzen Grenzen, die wir so in unserer Gesellschaft haben damit. In dem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass ich das Wort Digital Immigrants auch bezeichnend finde, denn die Freundlichkeit gegenüber Einwanderern ist nicht besonders groß. Und das kann man tatsächlich auch in der digitalen Elite beobachten, dass Leute dann als DAOs, dümmster anzunehmender User oder ähnliches bezeichnet werden. Oder dass den Leuten dann, wenn jemand dann wirklich schon mal eine konkrete Frage hat und sagt, wie mache ich das denn mit einer Firewall oder nützt das was oder wie verschlüssel ich, dann kommen Nerds daher und sagen, ach vergiss es, das nützt eh alles nichts, das ist nicht hundertprozentig sicher. Und da ist auch der und jener Algorithmus und der ist angreifbar unter diesen und jenen Bedingungen. Und dann denken sich Leute, okay, hat alles sowieso keinen Sinn, dann lasse ich es mal gleich sein. Und das finde ich extrem unfreundlich. Ich denke, dass dort viel mehr Empowerment passieren müsste und dass man versuchen muss, und das ist eine harte Aufgabe, Dinge einfach zu formulieren und einfach zu gestalten, ohne sie falsch darzustellen. Also man muss es so lesbar machen, dass man einsteigen kann und dann eine Chance hat, auch weiterzugehen. Wenn ich was verstanden habe, dass ich dann auf die nächste Ebene gehen kann. Und dafür muss man diese müssen wir diese Umgebung lesbar gestalten und Menschen eine Chance geben, da einzusteigen. Und das wäre verdammt eine Aufgabe auch von der Industrie, nämlich nicht geschlossene Systeme wie Smartphones zu schaffen, wo kaum noch zu durchblicken ist, was da eigentlich passiert. Bei vielen Geräten kann man nicht mehr den Akku rausnehmen, um tatsächlich sicher zu sein, dass das Ding jetzt aus ist. Man kann keine Teile austauschen. Warum eigentlich nicht? Warum werden Geräte hergestellt, wo ich nicht mehr den Akku tauschen kann? Das ist doch das Gerät, also mal angenommen, das Ding würde wirklich 10 Jahre halten und es würde zum Abrufen von bestimmten Sachen aus dem Internet ausreichen. Warum soll ich mir nach 2 Jahren, wenn der Akku hinüber ist, ein neues Gerät kaufen? Das ist doch keine Entwicklung, die volkswirtschaftlich sinnvoll ist oder auch umwelttechnisch oder überhaupt. Also an der Gestaltung, denke ich, ist eine Menge Raum nach oben. Und ich glaube, dass da, sofern noch jemand vom Bitkom hier ist, glaube ich, es auch schön wäre, wenn die mehr mal tatsächlich in den Dialog einsteigen würden, nicht nur für PR-Zwecke, sondern eben auch, um was zu lernen in der Hinsicht. Denn ich glaube, dass da die Zukunft drin liegt, mehr Menschen darin zu beteiligen, weil sie dann auch ein besseres Gefühl dazu haben, zu den Dingen, die sie nutzen. Wir haben versucht, einen ganz kleinen Vorstoß zu machen und haben so einen Flyer gemacht zur digitalen Selbstverteidigung. Also für
Einsteigerinnen und Einsteiger, um einmal zu wissen, was kann ich tun zu E-Mail-Verschlüsselungen, zu unbeobachtet im Netz surfen und so weiter, habe ich draußen ausgelegt. Auch da kann man viel kritisieren und hinzufügen. Wir freuen uns über alles Feedback. Wir drucken den regelmäßig neu mit allen neuen Anregungen und haben auch eine Webseite dazu, wo die Sachen schneller aktualisiert werden. Also Empowerment, wichtige Aufgabe, Technikgestaltung, so dass sie lesbar ist und für Menschen, die dahinter gucken wollen, erkennbar. Das finde ich ein wichtiges Kriterium. Rena hat jetzt die Wirtschaft aufgerufen. Noch eine Frage an dich, Theresa. Muss auch die digitale Elite im Blick auf Empowerment zum Beispiel liefern? Oder ist das eine Sache, die halt Elite und guck doch da mal nach und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm? Also all diese Fragen, die das Netz betreffen, sind, glaube ich, sehr große gesellschaftliche Fragen, weil wir haben nicht nur das Thema Datenschutz, sondern auch, wie schützt man sich im Netz vor anderen Übergriffen. Gestern ist an der Humboldt-Universität eine Vorlesungsreihe gestartet, Safe Cyberspaces heißt die. Und da geht es zum Beispiel um Fragen von Frauenfeindlichkeit und Rassismus im Netz oder was Eltern und Lehrer natürlich viel bewegt, ist Cybermobbing. Und das sind natürlich Probleme, denen kommt man technologisch und politisch nur schwierig bei. Und das ist eben auch kein eigenständiges Netzproblem, sondern das sieht man im analogen Leben eben ganz genauso wie im Netz. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen gesehen, dann würden wir die einfach jetzt abarbeiten. Bitte hier drüben anfangen und dann bei dem Herrn hier. Bitte gleich die Frage. Die Diskussion wird durch die Fragestellung in zwei Bereiche zusammengeschmolzen und dadurch ist eine klare Klarstellung dessen, was Sie bezwecken, nicht erkennbar. Deswegen will ich kurz die Klärung beiführen. Das eine ist, was Sie weglassen. Oh, bitte die Frage. Ganz klar ist, Sie sprechen einerseits, sprechen wir von der Reizverarbeitung von Worten, das zweite ist die Verarbeitung zu qualifizierten Gedanken, das dritte wäre dann zum Schluss daraus, das zur Mitteilung zu bringen oder in eine Handlung zu bringen, was man da sich ausgedacht hat. Drei Schritte. Sie sprechen nur von dem letzten Schritt. Ich wollte diese Rittenfolge wichtig mitgeteilt haben. Zweiter Punkt ist, dann versteht man auch das Problem, Sie sind umgeben um Personen, die ja eigentlich letztlich alle nur übereilte, spontane Handlungen oder Mitteilungen vornehmen, weil sie das, was an Informationen und Gedanken haben, genauso wieder eins zu eins rausblasen, ist ja eigentlich, wer sich solcher Person nähert, der stürzt sich ja geradewegs ins Chaos. Also wer geht gern ins Chaos? Das also zum Individuum und zur Bereinigung so einer Person. Und der zweite Punkt ist, wenn wir von einer Gemeinde sprechen, und da fände ich dann, und da ist meine Frage, geht sie hin, inwieweit gibt es das, dass man einfach solchen Personen, die jetzt einsteigen und plötzlich auf eine digitale Gemeinde treffen, Identifikationsmöglichkeiten oder Kriterien erhält, wo es bemerkt, wo es sozusagen auf verantwortungslose Patrone stößt. Also sich selbst so eine Art Schutzwall aufbauen hilft, damit er sich sozusagen die gesunde Distanz zu dem selbst verschafft, Eigenautodidakt, die ihm ja sonst letztlich um seinen mitmenschlichen Bereich ja keiner liefern wird. Was gibt es da diesbezüglich? Ich fand viele Äußerungen von Frau Tangens sehr, sehr bemerkenswert und angenehm. Also wie weit geht man da? Oder sind die wirklich hoffnungslos da an der Stelle ausgeliefert? Willst du gleich kurz antworten oder sammeln wir erstmal die anderen Fragen? Wie willst du gleich reagieren? Okay. Tut mir leid, aber ich habe nicht eine richtige Frage daraus gehört. Das ist jetzt gerade mein Problem. Aber vielleicht kommt das sammeln wir mal die weiter. Sammeln wir mal weiter, bitte, dort hinten und dann hier rüber. Mein Name ist Constanze Kurz, ich arbeite beim Vorstand der IG Metall und ich habe zwei einfache Fragen, die sind manchmal aber gemein. Die erste Frage ist die, was können wir lernen von dem, was jetzt hier als Technikgestaltung, als Versuche der Technikgestaltung angesprochen wurde, weil in der Fabrik, reden wir jetzt zwar über 4.0, aber tatsächlich gibt es umfassende Digitalisierung auch in Form von Beteiligung, in Form von Empowerment der Beschäftigten oder zumindest als eine Möglichkeit der Beschäftigten, beteiligungsorientierter, aktiver mit Arbeit umzugehen, so noch nicht, sondern das sind keine flachen Hierarchien. Das ist sehr stark häufig noch tayloristisch geprägt. Und wenn ich hier bin, dann bin ich in einer ganz anderen Welt und in anderen Diskursen, als wenn ich in der IG Metall mit Kolleginnen und Kollegen über Chancen
und Risiken der Digitalisierung rede. Also die Frage, was können wir lernen, weil wir fangen nicht bei Null an, aber im Moment haben wir eine starke Vernetzungsdynamik auch innerhalb der Fabriken und versuchen zu lernen, was ist zu tun. Ein zweiter Punkt, wie sehen Sie, das richtet sich an alle drei, wie sehen Sie die Möglichkeiten, diese beiden Diskurse, nämlich den, ich nenne es ruhig mal Retro-Diskurs über die Zukunft der Industriearbeit auf der einen Seite, der gar nicht so retro ist, und den Diskurs über Handeln in einer vernetzten Welt, den vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eher oder enger auch zusammenzuführen. Eine Idee, wie man das zusammenkriegt? Der Internetsoziologe muss antworten. Okay. Die Aktivistinnen können. Super. Ja, das steht im Beipackzettel auf Ihrer Webseite. Sie haben völlig recht. Einfache Frage, schwierige Beantwortung. Ja. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Ich mache nun auch, das bleibt nun mal nicht aus, wenn man Sicherheitsforschung betreibt, natürlich viel mit Behörden hat man da viel zu tun. Und da ist es, sagen wir mal, nicht ganz so leicht, mit denen über digitale Entwicklungen zu reden. Und da ist tatsächlich eine der größten, also vor allem mit Polizeibehörden, und da ist eine der größten Herausforderungen, wirklich erstmal einen sprachlichen Nenner zu finden. Also worum geht es hier, diese Hierarchien noch aufzubrechen, die zum Beispiel bei Polizei oder Bundeswehr natürlich extrem sind, ist ja klar. Da ist das also wirklich, wenn man da so ganz offen und unvoreingenommen angeht, ist das sehr, sehr schwierig. Es geht, also nach unserer Erfahrung in den Projekten, die ich jetzt auch an der UdK mache, sehr viel über nur extrem viel Geduld und Demut und Zeit und Energie und auch Kompetenz bei denen, die reden. Ja, das ist genau, das ist auch der Anfang, ich war ja noch nicht ganz am Ende damit. Aber es ist auch vor allem deswegen sehr schwierig, weil eine Herausforderung anders ist bei diesem Thema, deswegen kann dieses Revolutionsding, das kann ich nie genug betonen. Erwachsene Menschen müssen ganz häufig was ganz Neues lernen. Und das ist eine große Herausforderung. Ich bin kein Pädagoge, also ich kann jetzt auch keine Methode präsentieren, wie man das wirklich neu oder gut macht. Aber ich kann zumindest die Herausforderungen durchaus erkennen. Und das ist etwas, wo ich eben gesehen habe, wenn es darum geht, diese verschiedenen Diskurse zusammenzubringen. Und wenn da jemand reingeht, das war vorhin auch sehr schön geschildert mit dem, da hat der Techniker gesagt, das lohnt sich sowieso, lass das mal. Und wahrscheinlich, weil er auch einfach keine Lust hat, das zu erklären, weil man sagt, ach, nee, mach du mal dein Ding, ich mach meins, ich bin schon viel weiter und kannst du eh nicht dran anknüpfen. Das ist eben mit erwachsenen Menschen sehr, sehr schwierig, weil die sich ja wirklich, also ich vergleiche mal Digitalisierung ist wie eine Sprache. Wenn ich mich jetzt hinsetze und lerne Sprache, die ich so gar nicht kenne, dann bin ich genauso wie jemand in der 5. Klasse in der Schule. Also viel mehr Kompetenz habe ich dann da ja auch nicht. Und das ist, also zumindest sind so die Angriffspunkte, wo man so ansetzen muss. Und das funktioniert gerade mit Technikerinnen und Technikern erfahrungsgemäß nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Es hat sich was geändert, aber genau dieses Bild, da könnte ich anekdotenweise, könnte ich Regalmeter mitfüllen. Also das ist einfach die Beobachtung. Und da muss man wirklich versuchen, mit sehr viel Hartnäckigkeit und sehr viel auch Technikkompetenz dann ranzugehen. Aber wie gesagt, ich bin kein Pädagoge. Die perfekte Antwort habe ich auch nicht, aber die Sollbruchstellen sind zumindest relativ klar erkennbar. Habt ihr Antworten? Naja, es gibt in Deutschland ja ein Mitbestimmungsmodell und der Betriebsrat muss ja beteiligt werden, wenn bestimmte Dinge eingeführt werden und das ist immerhin eine Chance. Und an der Stelle wäre es natürlich sinnvoll, nicht erst aktiv zu werden, wenn dann schon was vor der Tür steht, sondern wenn der Betriebsrat von sich aus vielleicht da in eine Art von Weiterbildung gehen würde und sich mal mit Sachen beschäftigen würde, bevor die Firmenleitung das tut. Und überlegen würde, wie hätten wir es denn gerne? Wie würden wir gerne arbeiten? Das wäre vielleicht mal ein anderer Ansatz, als nur immer als Bremsklotz dazustehen und zu sagen, das ist eine Technik, die zu unserer Überwachung dienen könnte und deshalb wollen wir das nicht und bremsen das irgendwie aus. Sondern sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel? Wir wollen natürlich gute Arbeit machen, wir wollen als Ganzes, als Firma konkurrenzfähig sein, aber wir wollen auch einen angenehmen Arbeitsplatz haben, wir wollen uns nicht völlig fertig machen. Und ich glaube, dass da mehr vielleicht auch Think-Tank-Treffen, die von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern her organisiert werden, eine gute Idee wären. Okay, jetzt habe ich
die Wortmeldung hier vorne daher im Gang und hier drüben dann noch auf der anderen Seite des Panels. Dankeschön. Ansgar Baums von Hewlett-Packard. Ich hätte eine Anmerkung zum Thema Netzpolitik. Offensichtlich sind ja sich relativ viele hier im Raum einig, was Netzpolitik ist und was ihre Aufgabe ist. Ich würde das gerne mal im Kontext von der NSA-Debatte sehen. Ich glaube, die NSA-Debatte wird mittelfristig deutlich werden, dass wir das Anfang vom Ende der Netzpolitik gerade sehen. Das liegt einfach daran, dass das Internet, wie es da oben ja auch eigentlich steht, omnipräsent ist. Und wenn etwas omnipräsent ist, dann werde ich kein Spezialistentum mehr haben von Deutern und Lehrern, die der Mehrheit beibringen, was Digitalisierung ist, sondern jeder einzelne Bestandteil der Gesellschaft wird sich der Digitalisierung annehmen und für seine Zwecke nutzen. Und das sind nicht immer nur positive. Die NSA-Debatte zeigt ja eigentlich nichts anderes, als dass der Nationalstaat das Internet für sich als Handlungsfeld begreift und seine ganz normale nationalstaatliche machtpolitische Logik auf das Internet anwendet. Und das werden auch alle anderen gesellschaftlichen Gruppen tun. Ich finde es immer erstaunlich, wie Blogs als so fast immer als positiv besetzt werden im Sinne von Aufklärung. Wenn man sich international umschaut, gibt es jede Menge Blogs, wo ganz ekelhafte nationalistische und sonstige Meinungen kundgetan werden, die wir wahrscheinlich alle nicht so richtig unterstützen würden. Dennoch integraler Bestandteil von dem, was man als Netzpolitik bezeichnen würde. Also ich glaube, das Digitale wird zum neuen Normalen. Das heißt, Deutungshoheit von einer digitalen Elite, die ja offensichtlich ja auch in einer Heinrich-Böll-Stiftung unwidersprochen so einmal als Begriff akzeptiert wird, was mich ein bisschen wundert, die wird an ein Ende kommen. Wir werden eine ganz normalisierte Internetdebatte haben. Und dann würde mich jetzt interessieren, welche Rolle denn im Zusammenspiel zwischen Nationalstaat, zwischen Wirtschaft, die ganz klar eigene Interessen verfolgt, die auch schon beschrieben worden sind, und der Zivilgesellschaft hier existieren. Meine Beobachtung ist, die Netzpolitik als Szene spricht nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Also de facto muss man ja sagen, Facebook sind Millionen und alle netzpolitischen Beklager, dass die Leute so doof sind, bei Facebook Daten zu teilen, beklagen ja im Grunde genommen dadurch, dass die Mehrheit nicht das macht, was sie denkt, was richtig ist. Also die Netzpolitik spricht auch nicht für eine zivilgesellschaftliche Mehrheit. Wo ist die Rolle der Netzpolitik? Was ist die Top-Priorität in der Politikberatung? Wen berät man mit welcher Botschaft in dieser aktuellen Situation? Ich glaube, dieses digitale Elitentum und selbstreferenzielle Debatten wird an ein Ende kommen. Vielen Dank. Gleich dazu. Also die Netzpolitik gibt es nicht. Und es gibt auch nicht die Netzgemeinde. Das ist ein Wort, was, glaube ich, auch eher von Leuten kommt, die davon überhaupt keine Ahnung haben, das als eine Gemeinde zu bezeichnen. Und wenn man sich darüber klar werden wollte, dann muss man sich nur die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages für Internet und digitale Gesellschaft anschauen, wie dort die Parteien geschafft haben, Leute, die netzpolitisch aktiv waren, sozusagen einzunorden in ihre Fraktionen und eben nicht zuzulassen, dass Sachverständige nach ihrem Gewissen entscheiden oder wenn, dann nur mit größtem Stress. Also nein, die Gemeinde so gibt es nicht. Und zu sagen, sozusagen, da gibt es so eine intellektuelle Elite, die meckert, weil Leute auf Facebook gehen, und aber die Masse hat recht, weil die da hingehen, da machen sie sich sehr einfach. Denn sagen Sie doch mal, wo da die Alternative liegt. Also wir haben in diesem Bereich einfach schlicht keinen Wettbewerb mehr, weil es einen Netzwerkeffekt gibt. Das heißt, wenn ich in ein soziales Netzwerk gehe, um sozusagen möglichst vielen Leuten etwas mitzuteilen, mal angenommen, die Kollegin von der IG Metall möchte möglichst viele Leute erreichen, dann wird sie sich eine Facebook-Präsenz dann eben suchen. Klug wäre, wenn sie sich außerdem natürlich eine richtige Webseite, auf der sie selber das Sagen hat, besorgt. Aber welche Alternativen gibt es? StudiVZ ist nicht mehr interessant. Xing hat eine andere Ausrichtung. Es gibt einfach schlicht keine Konkurrenz und keinen Wettbewerb. Und deswegen haben die Menschen überhaupt nicht die Wahl zu sagen, ich gehe auf eine andere Plattform, wo ich auch mit anderen Menschen interagieren kann, aber die vielleicht nicht werbefinanziert ist und die nicht darauf angewiesen ist, dass die mit meinen Daten umgehen können, sondern ich gehe auf eine andere. Und diese Wahl haben wir schlicht gar nicht mehr. Und
Das ist ein großer Mythos, dass es da einen Markt geben würde, der funktionieren würde. Nein, der Markt funktioniert nicht. Und es ist gleichzeitig zu einer Art Grundversorgung geworden. Also wer nicht auf Facebook ist, hat vielerorts schon ein Problem, speziell bei den Jüngeren. Und deswegen ist es so eine Art Grundversorgung, die aber gleichzeitig einem Konzern untersteht, der das selbstherrlich handhaben kann, dort die Regeln bestimmt, sozusagen wie eine Gated Community. Und wo alles hübsch und nett ist, aber wenn man irgendwie schräg ist oder aus irgendeinem Grund, kann einem mal eben einfach die Präsenz weggenommen werden. Und das war's dann. Das ist nicht demokratisch legitimiert. Das ist ein öffentlicher Ort mittlerweile für viele, der keinerlei demokratischen Kontrolle unterzogen ist, und das finde ich eine Entwicklung, die wirklich fatal ist. Und da kann man nicht einfach nur sagen, das ist so und das funktioniert und dann ist das toll. Also das greift zu kurz. So ganz habe ich das nicht verstanden, dass es dann so toll ist, sondern aber das einfach passiert. Ja, das sah nach Wortmeldung aus von mindestens Stefan Huber. Ja, mindestens. Denn ganz klar, also da muss ich auch deutlich widersprechen und sagen, das Digitale mag vielleicht sicherlich früher oder später normal sein, aber deswegen wird es ja nicht weniger komplex. Fliegen ist heute auch normal, aber die meisten sind Passagiere und die wenigsten sind Piloten. Und das wird bei Digitalisierung allein aufgrund des unglaublich abstrakten technischen Hintergrundes auch nicht anders sein. Also das wird allgegenwärtig sein, wir werden uns daran gewöhnen, aber gewöhnen heißt noch lange nicht, dass wir es auch beherrschen. Also deswegen denke ich da definitiv nicht, vor allem nicht eben wieder medienhistorisch gesehen, wenn wir es jetzt vergleichen, dass wir ja immer noch ganz am Anfang sind. Also das ist ja noch lange nicht das, was alles technisch möglich ist und auch tatsächlich umgesetzt werden könnte, ist ja schon da. Also ich sehe das ja gerade in der Sicherheitsforschung ganz intensiv. Wenn darüber diskutiert wird, was die NSA macht, dann kann ich nur sagen, dann lohnt sich ein Blick in die Labore, in die öffentlichen Veranstaltungen, in die Wettbewerbe, die sich um die Algorithmen kümmern, um die es geht. Das ist ein Bruchteil von dem, mit dem wir uns noch auseinandersetzen müssen. Und da sehe ich nur beileibe nicht, dass das irgendwann jeder so locker aus der Hüfte quasi kann. Und ich sehe auch nicht, und das ist eben auch das, was das Thema Digital Natives betrifft, also die andere Seite der Immigrants quasi, der Gegenpol, hat man auch lange geglaubt, ja, dann sind die alle nach 1982 geboren, sind da super fit und die beherrschen die Geräte alle im Schlaf und dann lösen sich auch alle didaktischen, pädagogischen und inhaltlichen Probleme von selbst. Nun gibt es sehr erfahrene und etablierte Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, die das ganz klar widerlegen können und sagen, da kann man sich in der Breite vielleicht besser auskennen, weil man die Geräte kennt, man ist an die spezielle Handhabung gewöhnt. Ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen von Kollegen aus Japan, die sagten, es gab schon in den 90ern einen Gameboy-Daumen bei kleinen Kindern, weil die so viel mit dem Daumen gemacht haben, was Menschen vorher so nie gemacht haben, dieser Intensität. Das kann man alles feststellen. Das hat aber nichts mit Kompetenz im Detailsinne zu tun. Das geht in die Breite. Und da, glaube ich, werden wir in absehbarer Zeit, also das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir alle hier sitzen und das digitale Gerät beherrschen zu 100% oder zu 90%. Und das Gerät beherrscht nicht in weiten Teilen auch uns. Das ist nämlich eine verdeckte Hierarchie, die keinesfalls in irgendeiner Form automatisch demokratisch ist. Meine Priorisierung in der Rangfolge, und da hat sich wirklich aus meiner Sicht absolut gar nichts geändert in den letzten Jahren, ist immer, tonangebend auf Platz 1 ist die Wirtschaft, auf Platz 2 ist die Politik und erst auf Platz 3 kommt der User oder die Userin. Wo ordnest du dich ein, Theresa? Elite, Userin, was? Ich bin ja überall aktiv, von daher ist es ein bisschen schwierig. Nee, ich fand den Einwurf aber ganz interessant zu sagen, dass zumindest der Begriff Netzpolitik am Ende ist, weil das würde ich teilen, weil Netzpolitik ist tatsächlich alles. Also wir haben zum Beispiel das große Feld Digitalisierung der Arbeitswelt, was wahrscheinlich ein eigenes Ministerium schon fast beschäftigen könnte. Wenn ich mit jemandem anderen spreche, ist Netzpolitik für ihn Bildung, für die anderen wieder Datenschutz. Und deswegen ist es in der NSA-Debatte auch schwierig zu sagen oder falsch zu sagen, das ist eine netzpolitische Frage. Weil wenn man es mal runterbricht, geht es natürlich um Freiheit. Deswegen ist es bei all diesen Fragen über Internet und vernetztes Handeln ist, glaube ich, Sprache ganz, ganz wichtig, um verstanden zu werden oder auch um Diskurse in Gang zu bekommen. Weil wenn ich mich jetzt an die letzten Monate oder auch Kampagnen, die aus der Netzpolitik kamen, erinnere, das ist natürlich klar, warum man mit Netzneutralität oder mit dem Leistungsschutzrecht die Masse der Menschen nicht erreicht, weil es schlichtweg nicht verstanden wird. Das heißt, jedem, dem netzpolitische Themen irgendwie am Herzen liegen, der muss sich zuerst einmal bemühen, in eine Sprache und in Begriffe zu kommen, die auch verstanden werden und wo man dann auch tatsächlich merkt, was bedeutet das für meinen Alltag eigentlich. Ja.
Ich hatte jetzt noch eine Wortmeldung gehabt, oder zwei jetzt, genau noch zwei. Ich hoffe, dass meine Abschlussfrage nicht langsam erodiert durch Wortmeldung von Ihnen schon. Bitte Sie und dann Sie. Ja, also ich kenne zum Beispiel diesen Begriff NSA, NSE überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, um welche Gemeinschaft es sich da handelt. Man kann es also dann per Google oder so einfach eingeben. Danach weiß man über Wikipedia, um welche Gesellschaft es sich handelt. Meine negative Erfahrung ist folgendes. Also wenn Personen als Securities Geräte delacen, zum Beispiel ganz einfach unter dem Vorwand ist ein Multifunktionstool, das nennt sich eigentlich Telefon. Man kann das Telefon aber auch, um Fotos zu machen oder wie auch immer, als Telekommander verwenden. Man selber hat das Telefon aber eigentlich nie als Telekommander verwendet. Es wird aber so dargestellt, also man schreibt zum Beispiel einen Gedanken auf, einfach als Notiz oder so, und andere Personen setzen diesen Gedanken als Befehl um. Dieser Befehl wird an 50 Personen versendet oder so. Dann hat eine komplette Umdrehung irgendwie stattgefunden von einer Person, die einfach nur einen Gedanken verschriftet hat und das vielleicht besser im Notizbuch oder so getan hätte und also auf eine extreme Art und Weise durchsucht wird, also bis hin zum Sandmännchen, der unter das Kopfkissen schaut, damit diese Person wie ein omnipotentes Kind keinen Befehl an andere Personen weitergibt. Da frage ich mich, wie kann man damit klarkommen, also anderen Leuten klarzumachen, dass man selber nur einen Gedanken notiert hat, aber keine Befehle. Und wie weiter in diese Kontrolle gehen soll, also bis hin auf ein Telefon, was eigentlich de facto überhaupt nicht funktioniert, weil es 5 Netze darüber gibt, ob die nun NSA, NSE heißen oder wie auch immer. Also das scheint ja irgendwie ein Verantwortungsabschieben zu sein auf Personen, die eigentlich eher Kind sind oder sogar entmündigt oder der so ein Plastikteil in der Hand haben. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch Ihre Wortmeldung dazu und dann Abschluss auf dem Podium. Ja, Christian Hartmann, ich komme aus den Kulturwissenschaften, bin aber jetzt eine eigene Sache hier. Also I had a dream, einknüpfend an die vorletzten drei Fragesteller und Sprecher. Vor 15 Jahren hatte ich etwa gedacht, warum kommt jetzt nicht das Thema auf? Man müsste, also diese Demokratie der Postkutschenzeit, diese Strukturen allmählich umwandeln, einsetzen, ändern in Internetstrukturen. Warum kann ich nicht, was spricht dagegen oder was ist so abwegig daran, zentrale staatliche Entscheidungsprozesse digital zu organisieren? Natürlich muss das evaluiert werden, es muss sichergestellt werden, was spricht gegen technisch oder Volksabstimmung. Warum müssen die Leute hier im Raum noch immer von anderen Leuten, Abgeordneten, ihre Illusionen legen, die ihnen die Gesetze, die sie zentral betreffen, für sie entscheiden. Was spricht dagegen, alle 3 Monate mal wegen Volksabstimmung über zentrale Gesetzesvorhaben zu machen, per Fingerabdruckscanning, per irgendwelche Dinge? Und gut, man müsste Grundgesetz ändern, Änderungen machen, es müsste die etablierte politische Klasse müsste etwas abgeben. Diese ganzen zivilgesellschaftlichen kleinen Plänkeleien, die ich machen kann, wo ich mir Foren suchen kann, zentral zu etablieren als staatliche Struktur und eben krasser, abgekürzter Begriff aus der Demokratie der Postkutschenzeit, wir entsenden einen Abgeordneten in die ferne Hauptstadt, wir lassen uns ab und zu mal berichten, wir können mal gucken, was er so macht, wir hoffen das Beste, Demokratie zu sprechen. Was spricht gegen die Leute zentral zu befragen, also das staatlich zu grundgesetzlich irgendwie zu verankern. Das wäre doch im Grunde zentraler. Da hätten Sie auch gegenüber Facebook, gegenüber der Wirtschaft eine zentrale Stimme der Bevölkerung. Sie könnten demokratisch evaluieren und so weiter. Also Rückfrage dazu. Machen da alle mit, weil sie das wollen? Was passiert mit denen, die nicht mitmachen wollen? Wenn weniger als 50% meinetwegen fiktive Internetabstimmungen mit Fingerabdruckscanning mitmachen, dann müsste der Bundestag wie bisher entscheiden. Bei mehr als 50% des zentralen Gesetzesvorhabens würde diese Volksabstimmung meinetwegen alle 3 Monate dann gelten sozusagen. Und das würde sich dann mehr oder mehr entwickeln, wenn man das auch eine Weile macht und so, ja. Okay. Was spricht dagegen? Ja, da gibt es gleich eine Fülle von Gründen, die dagegen spricht. Der erste ist, dass es völlig intransparent ist, weil wenn ich irgendwo tippe und da kommt am anderen Ende vielleicht ein Ergebnis für ja oder nein, also eine Zahl erhöht sich um 1, kann das aber auch sein, dass ich etwas anderes getippt habe. Also ich sehe das nicht. Wenn ich in die Wahlkabine gehe, male ich einen Zettel an und da kann die Bevölkerung nachher beim Auszählen zugucken, weil den Zettel kann man sich nicht einfach selber drucken oder mitbringen, sondern den bekommt man und das ist ein Prozess, der im Vergleich zu digitalen Prozessen, also das hat der Chaos Computer Club ja nun wirklich schon in Hülle und Fülle gezeigt,
Ja, das funktioniert aber auch nicht. Also dann können wir das Papier auch gleich lassen. Also das gerade dann remote zu machen übers Netz, das ist der erste entscheidende Nachteil. Der zweite Nachteil ist, dass es ganz klar einen Bias gibt bei Leuten, die sich für sowas engagieren. Das ist bei Volksabstimmungen ähnlich. Also da können Sie ganz viele Leute, je nachdem, wen Sie wie ansprechen, mobilisieren oder eben auch nicht. Deswegen ist es auch ein ganz schwieriger Punkt. Das ist bei einer Wahl in dem Sinne auch nicht anders, dass ja nicht alle wählen gehen. Aber gerade bei technischen Fragen, das hat also die Piratenpartei sehr schön gezeigt, da haben sie in Diskussionsforen teilweise immer dieselben 5 Leute, die so lange diskutieren, bis sie einfach weil sie genug Energie und Zeit haben, bis das Ergebnis passt. Und das ist auch nicht demokratisch. Also da gibt es in der Hinsicht eine ganze Menge von Argumenten, die dagegen sprechen. Und ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, genauso wie bei den E-Petitionen, bin auch kein sehr großer Freund von Volksabstimmungen, gerade nicht bei digitalen oder sehr komplexen Themen, weil das meistens mit Ja und Nein schlicht und ergreifend nicht zu beantworten ist und das tatsächlich, so leid es mir auch tut, aber Fragen sind, die bei Expertinnen und Experten besser aufgehoben sind. Ein Kommentar von euch? Also ich finde mehr Direktdemokratie eigentlich gut. Ich bin jetzt auch kein Experte in Sachen Volksentscheidung. Es gibt ja schon recht genaue Gesetzentwürfe von allen Parteien dazu und ein ganz wichtiger Punkt dabei sind zum Beispiel der Schutz oder die Stärkung von Minderheitenrechten. Also mein Bild von Gesellschaft würde nicht vorsehen, dass ein Volksentscheid Minarette verbieten sollte oder dass man Frauen verbietet, Kopftücher zu tragen. Und also da sehe ich eben Gefahren und das würde ich gerne vermeiden. Rena? Ja, ich denke auch, dass wir, um Volksabstimmungen wirklich auch zu einer demokratischen Angelegenheit zu machen, die zu einer besseren Gesellschaft führen, dass wir davor auch mehr bereit sein müssen, also mehr für Bildung tun müssen und mehr bereit sein müssen, darin auch zu investieren. Also wenn ich mir angucke, dass in der Schweiz in der Neuen Zürcher Zeitung stehen dann 2 volle Seiten zu, wo pro und contra ein neues Steuermodell erklärt wird, worüber die eine Volksabstimmung gemacht haben. Das ist verdammt schwer, sich das reinzuziehen. Da muss man erstmal dazu bereit sein. Und sich nur aufhetzen zu lassen, vielleicht von einer Bildzeitung, die sagt, wir wollen unseren Bierdeckel haben mit der Steuererklärung. Und dann sagen alle, jawohl, das wollen wir und machen ihren Klick oder ihr Kreuzchen. Das kann dazu führen, dass das Nebeneffekte hat, die die Menschen, die gerade dafür gestimmt haben, enorm benachteiligt. Also wenn ich mir angucke, wie viele Menschen in den USA gegen Obamacare sind, vielleicht gibt es da Gründe bei der Durchführung, die jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, aber eine Krankenversicherung für alle zu ermöglichen, dann sehe ich da einfach auch ein großes Potenzial für sehr starke Manipulation durch Medien, weil man Sachen sehr stark verkürzen kann bei solchen Abstimmungen. Ich glaube, dass es funktioniert, wenn es etwas ist, mit das Menschen sich direkt in Beziehung setzen können, was sie ganz direkt betrifft. Und ich glaube, dass es dann auch funktioniert. Wir haben jetzt parallel zur Bundestagswahl hatten wir einen Bürgerentscheid zum Thema, soll ein Freibad erhalten werden? In Bielefeld und alle Parteien bis auf die Linke waren dagegen, dass das erhalten wird. Und trotzdem ist bei dieser Abstimmung über 50% rausgekommen. Ich war sehr erstaunt, also ich fand das ganz enorm. Obwohl die Frau, mit der ich vorher in der Reihe, die in der Schlange stand, die sagte, ist hier die Bundestagswahl? Ich sagte, nein, hier ist erstmal der Bürgerentscheid, das ist der Schalter und danach müssen Sie dann dahin gehen, da kriegen Sie den anderen Wahlzettel. Und sie, was für ein Bürgerentscheid, sagt, Freibad Gadderbaum soll erhalten werden. Ach was, Freibad brauche ich nicht. Ich sage, aber ist doch schön für die Kinder. Ne, so, also ne, wenn die ne, auch einen Ort haben, wo die dann mal sich irgendwie körperlich betätigen können und auf der Wiese liegen und spielen und Quatsch machen. Und sie, meine Kinder sind schon groß. Ne, das interessiert mich nicht. Dann hat sie nochmal nach der Bundestagswahl gefragt und dann habe ich gesagt, gehen Sie doch dorthin. Und machen dann dort ihr Kreuz oder ihr Kreuze. Abschlussfrage in die Runde. Das Stichwort NSA ist 2-3 Mal jetzt schon verschiedentlich gekommen. Als wir die Tagung geplant haben, wollten wir gern über die Omnipräsenz des Digitalen reden. Zwischendurch kamen dann aus Moskau oder aus Singapur andere Meldungen, andere Dateien. Und da geht es dann doch wiederum um die Omnipräsenz von Geheimdiensten. Was ich daran gut finde, ist, dass dieses große Bild, dass das Digitale, das große Schlimme oder was ist, da wieder runtergebrochen ist, dass es dann doch wieder nur Menschen, sprich Geheimdienst ist, die sich technische Mittel einfach rannehmen und uns überwachen wollen. Aber trotz allem, NSA,
ist diese Überwachung, welche Sorgen oder wie habt ihr euer digitales Handeln verändert seit NSA? Habt ihr das? Werdet ihr das? Habt ihr die weiße Fahne gehisst? Ja, es ist schlimm, aber trotzdem, ich möchte eine Antwort. Nein, nein und nein. Nein, es ist genau. Es ist, also mich jetzt, also wäre ja schlimm, wenn es mich überrascht hätte, wenn ich nur schon Sicherheitsforschung betreibe, wenn man da keinen Überblick hat, dann wäre es ein bisschen peinlich. Nein, es überrascht natürlich nicht, weil die Logik dahinter, die amerikanische Logik ist, wenn es geht, dann machen wir es. So, und das war schon immer so und das ist bei Nachrichtendiensten auch ganz häufig so. Solange sie die politische Rückendeckung haben, machen sie es. Und warum sollte ein amerikanischer Präsident sagen, nee, höre mal die Deutschen nicht ab. Das ist sicherlich interessant, vor allem eben, weil es auch das erste Mal so geht. Das darf man immer nicht vergessen. Medienhistorisch und im Einsatz der Medien ist das ein ganz wichtiger Antrieb, weil es funktioniert, weil wir es noch nie vorher hatten. Wir können heute Daten durchsuchen in einer Zusammenstellung, dagegen wirkt da die Volkszählung in den 80ern lächerlich. Also hatte dazu einen schönen Vortrag in Wiesbaden gehört beim Bundeskriminalamt von Udo Di Fabio, dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter, der gesagt hat, er war damals auch dagegen, aber er hatte gar keine Angst. Nicht nur, weil er in der Kommunalverwaltung arbeitete damals und deswegen sowieso die inneren Prozesse kannte, sondern weil das ja auch wirklich harmlos war im Vergleich zu dem, was heute geht. Und deswegen kann man immer nur sagen, die Dimension ist eine ganz andere und da muss man sich darüber im Klaren sein und es wird, das kann ich auch absehen, wie gesagt, wenn ich in die Labore gucke zu den Kolleginnen und Kollegen, das wird noch eine ganz andere Dimension werden. Es wird dann vielleicht hier ein bisschen beruhigt, aber dann kommt da wieder was Neues. Damit wird man sich auseinandersetzen müssen und der große Fehler, den Deutschland und Europa in der Hinsicht machen, ist, wenn sie sich abhängig machen. Denn man kann gegen Nachrichtendienste oder gegen Sicherheitspolitik oder alles Mögliche sein, wenn man aber die Informationen nicht bekommt, die man haben will, und die liefert jemand anders, dann macht man sich von dem abhängig. Und das ist das, was in Deutschland ganz häufig der Fall ist. Da lässt man die Amerikaner gerne die Drecksarbeit machen und dann hat man die Infos, hat Angela Merkel auch gesagt, wenn wir Infos haben, dann nutzen wir die auch. Dann ist es erstmal sekundär, wo die so herkommen, weil ich damit einen Schaden abwenden kann von der Bundesrepublik, dann wird das auch genutzt. Und deswegen muss man das wirklich extrem pragmatisch sehen. Das wird sich auf gar keinen Fall durch Empörung oder durch Brandbriefe an Barack Obama oder so irgendwie bessern. Die werden auf der Schiene weitermachen, was sie können, weil ihnen auch keiner was entgegensetzen kann. Und dazu, ihnen wirklich wirkungsvoll was entgegenzusetzen, finde ich, fehlt Europa auch der Wille. Und welche Forderung soll... Ist jetzt so, was ist dran? Ja, man müsste es selber besser machen. Also ich wäre sehr dafür, dass in Europa... Selber Deutschland, selber Europa? Europa müsste dazu einfach in der Lage sein, ein Gegengewicht zu bilden und nicht zu sagen, das ist auch irgendwie unbequem und schmutzig, das wollen wir nicht. Das kann man immer historisch rechtfertigen, ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja nicht irgendwie falsch, dass man sagt, man darf die Historie nicht in Betracht ziehen. Und es gibt so bei uns glücklicherweise ein Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei und so weiter. Das ist alles völlig richtig. Nur es gibt aber auch Notwendigkeiten in der Praxis, die sind da. Wenn die Polizei gewisse Werkzeuge braucht, um ihre Arbeit zu machen, dann muss man darüber vernünftig nachdenken. Und dann kann man nicht sagen, das ist alles toll oder das ist alles schlecht. Und da hat Europa meines Erachtens extremen Nachholbedarf. Theresa? Also ich habe bei der geschäftsführenden Bundesregierung gerade den Eindruck, sie glauben, dass das Thema vergessen ist in einigen Monaten, was ich nicht glaube. Also ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo die Öffentlichkeit und gerade auch Medien und Aktivisten kritisch bleiben und es auch wahrscheinlich noch mehr Whistleblowing geben wird. Also ich glaube, das Thema bleibt uns erhalten. Mir fehlt in der Debatte gerade mal zu schauen, wie wirkt sich das eigentlich psychologisch auf. Da habe ich hier in den Diskussionen wenig zu gelesen und ich finde, so eine Frage muss sich auch eine Bundesregierung stellen. Also was macht es mit Menschen, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Es gibt da einiges an Forschung zu, was anfängt bei mehr Stress, mehr Angst, aber vor allem einen großen Konformitätsdruck, was sich dann wieder auswirkt auf Innovation. Und eine Regierung muss sich die Frage stellen, will ich eigentlich noch kritische Denker in meinem Land haben oder nicht? Also das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die auf jeden Fall noch weiter diskutiert werden müssten. Ich finde, was gerade in der Debatte passiert, ist ein sogenanntes Derailing. Also wir gucken auf die bösen USA. Wir können aber eigentlich sofort hier anfangen, indem wir ganz klar sagen, wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung. Rena Tankens, ich nehme an, die Big Brother Awards fürs nächste Jahr stehen in Teilen schon fest. Also die Datenkragen oder habt ihr schon eingeladen? Ja, es gibt Ereignisse, wo dann die so groß sind, dass sozusagen alles andere dagegen verblasst. Und das ist auch ein Problem. Also
also uns hat das natürlich nicht überrascht, wirklich. Wir haben seit Jahren bei Big Brother Awards schon darauf hingewiesen, dass wer seine Daten auf US-amerikanische oder auf Server von US-amerikanischen Firmen legt, die können ja durchaus auch in Europa physikalisch stehen, damit eben das Risiko eingeht. Also wir haben einen Big Brother Award für Cloud, wir haben einen Big Brother Award für Google, für Facebook, für die internationalen Hotelketten. Also wer im Marriott oder Hyatt oder so in Deutschland eincheckt, dessen Vorlieben für Essen, für Zimmer, seine Kreditkartennummer, pipapo, werden halt auch in den USA gespeichert und sind damit halt im Zugriff. Wir haben also immer schon darauf hingewiesen. Aber jetzt, wo es sozusagen allen klar geworden ist, nicht, also dass es nicht nur so eine theoretische Möglichkeit ist, sondern dass das wirklich passiert, da breitet sich bei einigen Leuten Resignation aus. Das ist jetzt so groß, was kann ich als Einzelne denn da noch tun? Ist es dann überhaupt noch sinnvoll, wenn ich mich schütze oder über Sachen nachdenke, oder ist jetzt sowieso alles egal? Aber es ist nicht egal, und ich glaube, dass ich auch, also wir haben am 7. September die Demo Freiheit statt Angst organisiert und es waren immerhin 20.000 Leute da. Ich hätte mir 100.000 gewünscht, aber ich sehe, dass die, dass sich im Bewusstsein der Menschen was ändert und dass ich glaube, in der Wirtschaft ändert sich auch was. Also die Nachfragen nach europäischen Cloud-Diensten waren, glaube ich, noch nie so groß, sagte Kaspar Bauden, der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Microsoft Europa, der rausgeflogen ist, weil er zu deutliche Worte gesprochen hat über Sicherheit. Und ich glaube, im Bewusstsein der Menschen ändert es sich auch. Ich habe noch nie so viele verschlüsselte Mails bekommen von irgendwelchen Nutzerinnen und Nutzern, die mit uns in Kontakt treten wollen. Und ich glaube, es geht ganz langsam. Und diese, ich glaube, Angela Merkel kann es nicht aussitzen. Ich bin überzeugt, dass dieses ungute Gefühl in der Magengegend, was Menschen haben, wenn sie sich bewegen und sich beobachtet fühlen, das ist da. Und du hast das sehr schön beschrieben. Ich glaube nämlich, ja, dieser Konformitätsdruck, das ist etwas, was nicht nur uns als Individuen schadet, sondern das schadet unserer Demokratie. Und das ist im Volkszählungsurteil mit großer Weisheit und Voraussicht, obwohl es damals gar nicht so viele und so wichtige Daten waren, schon gesagt worden. Nämlich, dass in einer Gesellschaft, wo wir dauernd beobachtet sind, dass das auch bewirkt, dass wir und vielleicht andere von der Verfassung uns garantierte Rechte dann nicht mehr wahrnehmen, also zum Beispiel freie Meinungsäußerung oder Versammlungsrecht, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, es könnte in ein paar Jahren böse Folgen haben, weil einfach aufgezeichnet wurde, wo wir da waren, mit wem wir gesprochen haben und so weiter, dann werden wir möglicherweise solche Dinge nicht mehr tun. Und ich bekomme in letzter Zeit von Leuten genau sowas berichtet. Ich gebe ein Beispiel. Nach einem Vortrag kam jemand zu mir und sagte, ich habe das am eigenen Leib gespürt. Ich bin umgezogen und mein Nachmieter sagte, ach, da steht ja noch so eine Tischtennisplatte, die könnte ich gut gebrauchen, wollen Sie mir die verkaufen? Ich habe gesagt, ja klar, ich brauche die nicht mehr und so irgendwie, die waren sich auch schnell beim Preis einig. Und dann derjenige war Muslim und erzählte dann, er macht Jugendarbeit in der Moschee und dafür hätte er gerne die Tischtennisplatte. Und dieser Mensch, der mich angesprochen hat, hat dann gesagt, dann hatte ich diesen Zettel in der Hand mit dem Namen und mit der Mobilnummer von dem. Und dann habe ich nachgedacht, wenn ich den jetzt anrufe, vielleicht ist er Islamist, vielleicht ist er in den Kreisen unterwegs. Wenn ich den einmal anrufe, dann werde ich registriert und dann sind sozusagen in Zukunft meine Gespräche auch alle festgehalten. Er hat ihn nicht angerufen, er hat nicht die Tischtennisplatte ihm gegeben. Und es war ihm, er hat sich geschämt. Und aber er hat diesen Effekt an sich direkt gespürt. Und das sollte uns allen zu denken geben. Denn das ist etwas, was unserer Demokratie schadet und der Innovationskraft auch der Demokratie an sich. Und dem müssen wir entgegentreten. Ich denke, dem werden wir entgegentreten. Spätestens am 7. Dezember werden wir die nächste Veranstaltung machen. Wir sitzen dann immer so ein bisschen rum und laden andere ein, vorn rumzusitzen, um über das Thema zu reden. Das ist unser Job und ich finde, das ist okay, so dass wir das machen. Herzlichen Dank an euch
für diese Runde. Herzlichen Dank an Sie für das Interesse an dieser Runde, aber natürlich auch das Interesse am ganzen Tag heute. Netzregeln 2013 findet nun das Ende in einem Stück Kuchen oder auch zwei und einer Brezel unten in der Cafeteria. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Applaus